richtig, richtig doll auf Kanada. Was willst du unbedingt machen? Ich will unbedingt eine geile Zeit haben. Haben wir eine lustige Challenge gestellt bekommen, die sich um ein Ei handelt, was wir von Einheimischen zu einer Metrostation bringen lassen sollten, ohne es anzufassen, und was wir von Einheimischen kochen lassen sollten. Die kochen von die uns Ei kochen. Was mir von Paris auch besonders in Erinnerung bleiben wird, sind die Straßenmusikanten, die in den U-Bahn-Stationen für Stimmung gesorgt haben, wie man sie sich nie hätte vorstellen können. Also an meinem Geburtstag in Paris wurde ich von meinen Mitschülerinnen um Mitternacht mit einer Flasche Champagner begrüßt. Und die haben mich dann ganz süß alle empfangen und wir haben dann alle zusammen angestoßen. Und der liebe Robby hat mir dann auch noch eine ganz süße Ansprache gewidmet, was mich echt gefreut hat. Auf Konrad. Zum Glück war noch der Konrad da. Alles Gute zum Geburtstag! Das Coolste für mich in Paris war definitiv der Eiffelturm. Ich hatte ihn zwar schon öfters gesehen, aber ich war noch nie oben drauf. Im Endeffekt war es ein bisschen enttäuschend, weil alles neblig war und wir nichts gesehen hatten. Aber ich fand, das hat das auch so ein bisschen ausgemacht. Ach, die Maske! Robby, kannst du mir eine deiner Lieblingssehenswürdigkeiten zeigen? Von hier oben. Ach so, ja, Moment. Châtelet, ja, ist wunderschön, da unten sieht man. Oh ja, wow. Da, wo die ganzen Autos sind. Ja. Und die Lichter. Seht ihr das? Oh, ja? Wie schön. Das ist schön. Und der Champs-Élysées, da drüben. Oh, ja, man sieht sie direkt von hier schon. Wow, also man hat nirgendwo so eine Sicht wie vom Eiffelturm. Wow. Das ist schon beeindruckend. Also, Wunderbär. Ich bleib einfach hier. Nein. Schiff da draußen. Wir machen das alles komplett simultan. Ja. Das heißt, als erstes sehen wir dieses Ding hier. Also ich fand am schönsten an Paris, dass es sehr weihnachtlich war. Es gab überall Dekoration, es war alles schön geschmückt. Es gab einen richtig großen Weihnachtsmarkt mit vielen Leckereien.